Hallo YouTube, hallo Abonnenten, ich bin es, euer Miami Rice und ihr seid hier auf dem Kanal von Darf Was Sophie heißt wie die Arschfotzen, Freunde. Ja, und ich habe den Patch ausprobiert. Ich zock den jetzt seit gestern, also 2 Tage habe ich den jetzt gespielt. Wir haben gestern auch mal zusammengespielt und ja, meine erste Einschätzung, man merkt, dass was gemacht worden ist. Man merkt, also man hat das spürbar, dass die abgefeuerten Kugeln auch irgendwie treffen und ordentlich gewertet werden. Also es ist, man hat auch nicht mehr dieses, dass man sagt, warum und wie, hä, und was. Das passiert nicht mehr so oft. Und aber seit dem Update, die größte Änderung, die ich mitbekommen habe, ist bei den Spielern. Und zwar Camper. Also es ist der absolute Wahnsinn, wie viele Häusercamper und vor allen Dingen Dachcamper es jetzt gibt. Also bei Shanghai ist es schon, bei hier Vorherrschaft ist es schon richtig schlimm, wenn man da überlegt, jedes Mal ist da jemand drauf. Jedes Mal, und richtig ekelhaft, wie die dann nur die ganze Runde dort oben hocken. Dann fehlerhafte Übertragung ist sogar noch schlimmer. Da, bevor man da gespawnt ist, das erste Mal sind die schon auf dem Kran oben. Also, boah, Kotz. Und dann vor allen Dingen, wenn sie in irgendwelchen Ecken rumlummern, also das ist, ja, also, naja, muss man wahrscheinlich irgendwie mit auskommen. Ansonsten habe ich ja noch Titanfall, ne? So ist es ja nicht. Ich bin ja nicht so drauf festgeritten, klingt gut, auf Battlefield 4. Aber es ist schon so, dass ich ein großer Fan von Battlefield bin und eigentlich das Spiel sehr süchtig nach Battlefield bin. Ich habe es eine Weile lang mit Bad Company 2 probiert und mit Battlefield 3, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber ich hoffe, das wird bei den nächsten Teilen, nicht jetzt unbedingt bei Hardline, aber bei den nächsten Teilen besser. Auf jeden Fall spürt man das Update in den Sachen, die es machen sollte. Aber was die Spieler halt dann damit machen, ist ja immer ein bisschen fraglich. Kann auch sein, dass ich jetzt mit 25 zu alt für den Scheiß geworden bin und einfach nicht mehr gegen diese Ritalin-Kinder, diese 12-, 13-Jährigen ankomme. Wenn die da noch voll auf ihren Zuckertrip sind oder Ritalin-Trip sind, da bin ich, glaube ich, zu Reaktions... ja, lahmarschig. Reaktions am Arsch. Ja? Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.